Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Und heute kommt wieder ein Format, was ich eigentlich regelmäßig jeden Monat mache. Und zwar erzähle ich euch, was neu auf meine Wunschliste gewandert ist. Bei mir ist es so, dass ich Bücher wirklich erst kaufe, wenn ich sie unmittelbar lesen will. Das heißt, meine Neuzugänge sind oftmals dann Bücher, wenn ich die euch in einem Video zeige, die ich in der Zwischenzeit schon längst gelesen habe, weil ich natürlich auch immer einige Neuzugänge erst ansammle, bevor ich euch ein Video dazu drehe. Und dieses Wunschlisten-Video-Format, das ist wahrscheinlich eine bessere Abbildung davon, wo ich gerade so Interesse dran entwickelt habe. Bücher, die neu auf meinem Schirm aufgetaucht sind, Neuerscheinungen, die ich entdeckt habe. Ich sortiere das alles bei Goodreads in der Want-to-Read-Liste. Da könnt ihr gerne mal gucken, was da im Moment so drauf ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel da drauf sind. Bestimmt 250 oder so. Und da setze ich halt immer die Titel drauf, an denen ich gerade so neu Interesse habe. Und von der Liste suche ich dann auch Sachen aus, die ich als nächstes lese. Einmal im Monat erzähle ich euch dann so ein paar Titel, die neu auf diese Wunschliste gewandert sind. Einfach damit ihr einen Eindruck davon kriegt, was für neue Bücher so in meinem Bewusstsein aufgetaucht sind. Manche haben nicht besonders hohe Priorität, andere sind Sachen, die ich sofort lesen will. Also die Wunschliste ist auch immer sowas, was so ein bisschen in Bewegung bleibt. Viel kann ich euch zu den Büchern natürlich nicht sagen. Ich kann euch eine kurze Inhaltsangabe geben, das, was halt so über das Buch kursiert, zum Beispiel über einen Klappentext. Und dann nenne ich euch immer auch eine Begründung, warum ich gerade Interesse an diesem Buch entwickelt habe. Was ist denn bei euch der letzte Titel, der auf die Wunschliste gewandert ist? Okay, vielleicht als erstes ein Thriller. Ich habe in der vergangenen Woche Fremd von Ursula Poznanski und Arno Strobel gelesen, fand's grandios, finde die Kombi super, kann mir total gut vorstellen, dass die richtig Spaß haben auch beim Schreiben. Und deswegen wollte ich nochmal gucken, was die beiden in Kombination noch so geschrieben haben. Und deswegen ist Anonym von den beiden auf meine Wunschliste gewandert. Das ist offensichtlich der erste Teil einer Reihe. Es geht um die Ermittler Nina Salomon und Daniel Buchholz und das ist offensichtlich jetzt so deren erster Fall. In Anonym geht es um eine Liste im Internet, auf die man Personen setzen kann, die man gerne loswerden will. Die Liste wird nicht so ganz ernst genommen und vor allen Dingen auch nicht ernst genommen, als alle Nutzerinnen und Nutzer darüber abstimmen können, welche Person als erstes das Zeitliche segnen soll. Und als es dann tatsächlich passiert, dass diese gewählte Person umgebracht wird, werden die beiden Ermittler hinzugezogen und die müssen natürlich erstmal von dieser Liste erfahren und müssen dann herausfinden, wer hinter dieser Liste steckt. Aber das ist natürlich irgendwie so im Dark Web verbuddelt. Mehr weiß ich nicht. Ich finde es total spannend, darüber nachzudenken, was passiert, wenn Gruppen online eine bestimmte Dynamik entwickeln, also so wie hier Nutzerinnen und Nutzer, die scheinbar virtuell über den Tod jemand von einer anderen Person abstimmen können und nicht richtig verstehen, dass das echte Konsequenzen im Leben hat. So, also das war so das, warum ich da Interesse dran entwickelt habe und die Kombination Strobel-Poznanski hat mir halt letzte Woche schon gut gefallen. Ebenfalls im Thriller-Bereich, Ermittlungsthriller würde ich das jetzt mal so nennen, ist Entrissen von Tanja Carver auf meine Wunschliste gewandert. Das würde ich jetzt mal sagen, hat nicht die allerhöchste Priorität. Es ist eine Reihe, die ich gerne mal ausprobieren will, aber gerade im Ermittlungsbereich habe ich echt viel schon auf der Wunschliste stehen. Was ich interessant fand, war wirklich der Ausgangspunkt. Es geht um eine Ermittlerin, Marina Esposito, die hinzugezogen wird zu einem Fall, bei dem schwangere Frauen umgebracht werden und die Embryos oder die ungeborenen Babys werden ihnen aus dem Leib geschnitten. Die Marina Esposito ist Profilerin, also keine klassische Polizistin, sondern psychologisch orientiert und sie macht sich darüber Gedanken, wer so abgefahren, besessen von ungeborenen Babys sein könnte. Und sie hat die Vermutung, dass es sich dabei um eine Frau handelt. Gleichzeitig ist natürlich die Brutalität steht im totalen Gegensatz dazu, was man so von weiblichen Täterinnen erwartet. Dieses Wechselspiel zwischen Brutalität und dass man das vielleicht einer weiblichen Täterin gar nicht zutraut, das hat mich interessiert. Aber wie gesagt, so im Ermittlungsthriller-Krimi-Bereich habe ich schon echt viel auf der Liste stehen.
entrissen ist jetzt nicht super weit auf die Wunschliste nach oben gewandert. Dann vielleicht zwei Neuerscheinungen, von denen ich vorher nicht wusste, dass es die geben wird, über die ich mich sehr gefreut habe, beziehungsweise über eine habe ich mich sehr gefreut und der anderen stehe ich äußerst skeptisch gegenüber. Vielleicht die, die mich gefreut hat zuerst. Die Kombination zwischen den Autoren Amy Kaufman und Jay Kristoff, die die Illuminae-Akten zusammengeschrieben haben, haben eine neue Reihe. Da kommt der erste Teil Anfang Mai raus. Das ist bisher nur auf Englisch geplant, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Illuminae-Akten sind ja auch ins Deutsche übersetzt worden. Wenn der neue Trilogie auch wieder so erfolgreich wird, dann gibt es bestimmt demnächst auch auf Deutsch. Es geht wieder um ein Weltraumabenteuer und so wie der Klappentext sich liest, geht es um eine Gruppe von Anti-Helden, die mit Sarkasmus trumpfen und praktisch alles, was ich in den Illuminae-Akten richtig gut fand, findet hier eine neue Geschichte. Mehr brauche ich echt gar nicht zu wissen. Der Titel ist Aurora Rising und das ist, wie gesagt, der erste Teil der neuen Trilogie von Amy Kaufman und Jay Kristoff und ich spiele mit dem Gedanken, das Buch sogar vorzubestellen in physischer Variante. Und auch die zweite Neuerscheinung, über die ich sprechen will, hat mich ein bisschen unerwartet erwischt. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Also Margaret Atwood hat ja in den 80er Jahren den Report der Markt geschrieben. Das ist eins meiner liebsten Bücher wirklich. Also seit ich das erste Mal in der Schule gelesen habe, habe ich das häufig gelesen und entdecke immer wieder was Neues. Und es hat mich als Frau geprägt, dieses Buch. Und das ist mittlerweile als Serie verfilmt worden, die auch wirklich sehr gut ist. Und jetzt kommt eine Fortsetzung. The Testaments heißt das. Ich glaube, es kommt im Herbst irgendwann raus. Es wird 15 Jahre nach dem Ende von der Report der Markt spielen und im Report der Markt gibt es eine Erzählerin und in The Testaments wird es drei Erzählerinnen geben. Ich weiß noch nicht. Also es hat so ein bisschen den Beigeschmack, die Serie ist gerade erfolgreich, es gibt sowieso ein Bedürfnis global nach Frauenthemen und jetzt wird so an einen früheren Erfolg angeknüpft. Das ist so der Beigeschmack, den ich habe. Auf der anderen Seite ist die Geschichte noch nicht fertig erzählt und nur weil etwas aus einer, sagen wir mal, nicht besonders bewundernswerten Motivation heraus entstanden ist, also zum Beispiel so an Erfolg anzuknüpfen, heißt das ja nicht, dass die Geschichte schlecht wird. Also nochmal in die Welt von der Report der Markt einzusteigen und zu erfahren, wie es dort, vor allen Dingen, was das politische System angeht, wie es da weitergeht, das interessiert mich schon. Ich habe jetzt The Testaments einfach mal auf meine Wunschliste gesetzt und werde es wahrscheinlich schon lesen, bin aber, ich würde mal sagen, skeptisch, dass es sich dabei nicht ausschließlich um Geldmacherei handelt. Es gibt immer mal Bücher, bei denen ich sehr schwanke. Sie stehen mal auf meiner Wunschliste, dann stehen sie da wieder nicht. Also es gibt so Wackelkandidaten. Da ist auch ein Video zu geplant, wo ich euch mal so ein paar Beispiele nenne an Büchern, bei denen ich immer denke, eigentlich sollte ich sie lesen oder eigentlich will ich sie lesen, aber dann kommt der Impuls nie. Ein Beispiel ist Die Geschichte der Baltimores von Joël Dicker. Das haben ungefähr alle gelesen, alle finden es super. Ich glaube sogar, dass es auch was für mich wäre, obwohl ich in dem Genrebereich, also es hat ja so, ist ja so eine Familiengeschichte über mehrere Jahrzehnte, wie ich das verstanden habe. Das lese ich nicht so oft, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es was für mich ist. Es ist so ein Wackelkandidat und jetzt habe ich es mal wieder auf die Wunschliste geschrieben. Wahrscheinlich werdet ihr mir in den Kommentaren mehrfach schreiben, Ruth, lies es, es ist total gut. Ich habe es jetzt mal auf die Wunschliste geschrieben. Es bleibt ein Wackelkandidat, aber eigentlich sollte ich es demnächst mal lesen. Ein ähnlicher Wackelkandidat war Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Ich habe bisher noch nicht ein einziges Buch von Laura Kneidel gelesen, weder im Fantasy-Bereich noch so im Liebesroman-Bereich, was sie ja auch wirklich sehr erfolgreich schreibt. Die Krone der Dunkelheit war so ein Wackelkandidat, was mir eigentlich gut gefallen würde. Allerdings habe ich auch auf der anderen Seite sowieso schon so viel Fantasy-Sachen und vor allen Dingen dann auch noch erste Bücher von anderen Fantasy-Trilogien auf meiner Wunschliste stehen. Zuletzt hat Steffi von Lady of the Books sehr darüber geschwärmt und jetzt setze ich es mal wieder auf die Wunschliste.
Ach, Steffi von Buchschnack hat auch darüber sehr geschwärmt. Es handelt sich dabei um High Fantasy. Ich habe auch gehört, dass die Romanze, also eigentlich alle Jugend-Fantasy-Sachen haben ja irgendwie so einen romantischen Liebeserzählstrang, dass die in Die Krone der Dunkelheit nicht so super penetrant ist. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Ich habe bisher nur gute Stimmen gehört und ich glaube, dass Die Krone der Dunkelheit im nächsten Video, wo ich mal so verschiedene Fantasy-Science-Fiction-Bücher anlese, also Try a Chapter habe ich ja zuletzt mit Thrillern und Krimis gemacht, da würde ich Die Krone der Dunkelheit einfach mal ausprobieren. So, und zum Schluss im Liebesromanbereich. Da ist bei mir die Wunschliste tatsächlich am meisten in Bewegung. Also ich setze relativ schnell Liebesromane auf meine Wunschliste, aber weil ich auch so viele Liebesromane lese, stehen die nicht besonders lange auf der Wunschliste und dann brauche ich immer wieder Nachschub und dann lese ich sie wieder und dann brauche ich wieder Nachschub. Also bei den Liebesromanen ist relativ viel Dynamik in meiner Wunschliste. Ich habe bei Christinchen die Empfehlung zum Buch, beziehungsweise sogar zu der Reihe Maybe This Love ist der erste Teil. Nee, Maybe This Kiss ist der erste Teil von Jennifer Snow. Diese Empfehlung habe ich jedenfalls bei Christinchen gehört, die sehr über diese Reihe schwärmt. Ich hatte das Gefühl, den ersten Teil muss ich nicht unbedingt lesen. Es geht um Eishockeyspieler. Im ersten Teil geht es um eine alleinerziehende Mutter, die nach ihrer ziemlich erbittert gekämpften Scheidung zurück in ihren Heimatort zieht und dort auf einen Eishockeyspieler trifft, mit dem sie auf jeden Fall nichts zu tun haben will. Der ist aber der Coach ihrer Tochter. So, also das ist sozusagen der Ausgangspunkt der Reihe. Der zweite Teil hat mich mehr interessiert, Maybe This Love. Da geht es um den Eishockeyspieler Ben, der aus Versehen in Las Vegas heiratet, das aber nicht so richtig mitkriegt und erst nach einigen Monaten das merkt und sich nun scheiden lassen will. Und die Liebesgeschichte ist zwischen ihm, also Ben, und seiner Scheidungsanwältin Olivia, die selber auch ein Geheimnis hat. Und ja, das hat mich mehr interessiert als diese Geschichte mit der alleinerziehenden geschiedenen Mutter. Maybe This Love ist also neu auf meine Wunschliste gewandert. Die amerikanischen Cover sind eine Katastrophe. Die deutschen sind wirklich deutlich hübscher. Ich habe jetzt nur Band 2 auf meine Wunschliste gesetzt. Allerdings, wenn das was für mich ist, vor allen Dingen so der Schreibstil von Jennifer Snow, wie sie ihre Figuren anlegt, wie sie vielleicht so eine Liebesgeschichte über ein ganzes Buch aufbaut. Wenn das was für mich ist, werde ich auf jeden Fall die anderen Bücher aus der Colorado Eis-Reihe auch auf meine Wunschliste setzen. Und zum Schluss nur der Vollständigkeit halber, ich habe Band 1 und Band 4 der Elements-Reihe von Brittany C. Sherry im März gelesen, fand Band 4 überragend, Band 1 auch richtig gut und habe deswegen Lust, jetzt auch noch Band 2 und 3 zu lesen. Das sind 4 Bücher, die miteinander nicht viel zu tun haben, man kann die getrennt voneinander lesen und jedes Buch spielt ein bisschen mit einem der 4 Elemente. Band 1 heißt Wie die Luft zum Atmen, Band 4 heißt Wie die Erde um die Sonne und wie Band 2 und 3 auf Deutsch heißen, weiß ich gerade nicht. Ist auch egal, ich blende euch die Cover einfach ein. Die Elements-Reihe von Brittany C. Sherry ist auf jeden Fall eher so im dramatischen Liebesromanbereich. Also es gibt ja auch Liebesromane, die eher so komödiantisch aufgebaut sind, wie Romantic Comedies. Die sind eher so im Drama, vielleicht so ein bisschen sogar im tragischen Bereich. Ich mag das total gerne. Also Band 4, eigentlich auch Band 1, das waren so richtige Heulventile. Da habe ich zum Schluss richtig geschluchzt drüber. Aus Mitgefühl und aus Trauer und aus... Es waren einfach tolle Bücher. In Band 2 geht es um Alyssa und Logan, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, die trotzdem irgendwie Kontakt miteinander bekommen und sich nicht gegen ihre Anziehung wehren können. Und es kommt dann irgendwann aber zu einem Bruch zwischen den beiden und wie die beiden dann irgendwann wieder zueinander finden, das ist diese gesamte Geschichte in Band 2 der Elements-Reihe. Ich habe gelesen, dass das Buch wirklich über mehrere Jahre erzählt wird. Das finde ich eigentlich mal ganz spannend. Also direkte Zeitsprünge, da bin ich eigentlich nicht so eine Freundin von beim Lesen. Auf der anderen Seite kann man natürlich Entwicklungen viel besser über einen längeren Zeitraum erzählen. Und man kann dann besser nachvollziehen, wie Figuren
erwachsen werden oder an alten Wunden festhalten und so weiter. Also mal gucken, wie es wird. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die über längere Zeit erzählt wird und es geht so um eine zweite Chance. Und in Band 3 geht es um Maggie und Brooks, die so Sandkastenfreunde sind eigentlich, also die sich schon ewig kennen. Und Maggie passiert irgendwann etwas sehr Schlimmes. Sie ist traumatisiert und lebt mit Angst und mit Scham und mit Schuld und ist sehr versteinert in diesem Zustand. Und Brooks lässt sich aber nicht abschütteln und versucht, sich um sie zu kümmern und Verantwortung für sie zu übernehmen. Und wie dann daraus aus so einer Freundschaft mit diesem Trauma trotzdem was Romantisches entstehen kann, das ist die Geschichte in Band 3 der Elements-Reihe von Brittany C. Sherry. Und Band 2 und 3 sind, wie gesagt, auf meine Wunschliste gewandert, nachdem ich Band 1 und Band 4 so grandios fand. So, das war's. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen, was für Bücher gerade mein Interesse geweckt haben, welche Neuerscheinungen ich entdeckt habe. Wie gesagt, meine Wunschliste ist eigentlich immer in Bewegung. Es gibt so Wackelkandidaten, es gibt Bücher, die ich draufsetze und dann sofort lese. Es gibt Bücher, die da mehr so drauf wandern, weil ich langfristiges Interesse dran habe. Aber ich finde das Format ganz nett, weil ihr dann so einen Eindruck davon bekommt, was mich gerade interessiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss!